Futtermittel liefere ich Ihnen kostenlos. Alle weiteren Informationen klicken Sie auf meinen Button. Ein Großaufgebot der Feuerwehr hatte die Lehmkuhlenbreite im Industriepark Ostfalen weiträumig abgesperrt. Hier in dieser Logistikfirma ist es zu einem Unfall mit einer gefährlichen Chemikalie gekommen. Das Betriebsgelände ist evakuiert worden und die Feuerwehrmänner in speziellen Schutzanzügen haben die Räumlichkeiten durchsucht. In einem Logistikunternehmen, der in der Gemeinde Barleben, kam es beim Umlagern zu einer Beschädigung eines Versandstücks. Aus diesem Versandstück trat ein Gefahrstoff aus, der von uns als gefährlich für die Gesundheit der betroffenen Personen hier eingestuft wurde, sodass wir hier 91 betroffene Personen versorgen mussten, wobei 15 Personen über gesundheitliche Beeinträchtigungen klagten. Die Zahl ist derzeit zunehmend. Die werden jetzt durch den Rettungsdienst des Landkreises hier adäquat versorgt und dann entsprechend abtransportiert. Die Feuerwehr hat eine Lageerkundung durchgeführt, hat diesen Stoff aufgenommen, hat ihn soweit gebunden bzw. verpackt, dass er nicht mehr schädigend wirken kann. Und wir sind jetzt dabei, noch abschließende Maßnahmen durchzuführen. Da im Moment noch nicht genau klar ist, wie gefährlich die freigesetzten Chemikalien sind, werden maximale Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. Alle Beschäftigten des Unternehmens werden medizinisch untersucht. Bei 15 Personen wurden Verätzungen der Atemwege diagnostiziert und die Verletzten ins Krankenhaus gebracht. Dazu wurde der Rettungshubschrauber angefordert. Beteiligt an diesem Einsatz sind die Feuerwehren der Gemeinde Barleben, also die Ortsteile Ebendorf, Barleben und Meizendorf, und vom Landkreis der Chemische Dienst aus Wolmerstedt ist an diesem Einsatz beteiligt. Für die Kameraden der beteiligten Freiwilligen Feuerwehren aus Ebendorf, Meizendorf und Barleben ist dieser Einsatz alles andere als Routine. So kam ein für den Katastrophenfall im Barleben stationierter mobiler Verbandsplatz zum Einsatz, mit dem 50 Schwerverletzte medizinisch versorgt werden könnten. Die gefährliche Chemikalie wurde durch das technische Hilfswerk entsorgt.